Let's Play The Walking Dead bei Keinplan Gaming, Episode 3, Der lange Weg. Wir untersuchen hier gerade den Raum ein bisschen. Die Hütte am Bahnhof, wo wir zuletzt gegen drei Zombies kämpfen mussten. Wo Anna sich so tapfer geschlagen hat. We learned not to be afraid. They should have got us, but we got them. Yeah, you're right. Fear is the thing that will kill us. You understand? Das sah gerade grenzdebil aus, sorry. Also wir brauchen immer noch Benzin für den Generator, habe ich das richtig in Erinnerung? Das muss ja da drinnen sein, sonst hätten wir den ganzen Scheiß hier nicht gehabt. Jetzt echt? Was hast du eigentlich da mitgenommen? Du hast da drei Items bei dir. Ja, wir haben eine Lötlampe. Lötlampe mitgenommen. Das Ach, damit können wir es ablösen, ne? Hm? Der hat echt keinen Hintern in der Hose, ne? Ich glaube, der hat allgemein keinen Hintern. Ist ja schlimm. Wir sind doch immer die einzigen, die hier was machen. I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Der ist ja goldig, der Umbiet, ne? Ist das so? Ja. Ist das so? Das ist so. That's a pretty useful radio for her to be holding on to, no? It's busted, but it means something to her. Oh, I understand. Where are you from? San Francisco. Jeez, a long way from home. I blame the one in there. He wanted the great American road trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is into Civil War history anyway, other than old white guys? Wonderful. You two will be thick as thieves. Hat seine Hand gehoben, wie voll süß, ey. Oh, wir sind doch Lehrer, ne? Ja, genau. Nein, war das niedlich, ey, ich kann nicht mehr. What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. Ganz schön neugierig. If you won't be around for a while, be good to know what baggage you got. And maybe we won't be around for a while. Warum sind die Lippen so asynchron, wenn sie erzählt? Careful, she's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Look, I don't need a lecture. You aren't getting one. It's good. She should be able to take care of herself. We were trying to get used to being on our own. Clementine and I. So you take her into a dark, boarded-up building to build character? Not exactly. I think it's a good idea, figuring stuff out for yourself, for what it's worth. But be smart about it, though, you know? Teach her to scan the area for things. You two should never be looking in the same spot. That's a waste. Stay the hell out of places like that building over there. Especially if you don't have more than one way to get out. And be more afraid of groups of living men than dead folk. That we know. Omid and I are still alive because we're two, not six or eight or ten. I don't believe in strength in numbers, and you shouldn't either. Ganz schön schlau. Aber gefällt mir das? Das wissen wir doch. Wir gehen da jetzt hoch. So, dann gehen wir zu Meet und dann machen wir es jetzt mal hier fertig. Und dann erzählen wir dem, dass wir Lehrer sind, Mann. Ich habe eine Theorie, was passiert sein könnte durch den Zug. Was denn? Ich weiß nicht, ob ich das für Spoiler aus dem Comic. Okay. Think this will work? Dude. You're cutting metal with fire. How could it not? Alles Ab dafür. Das hat er auch in der Hosentasche, ne? Ja. Das ist das Lara Croft Phänomen. Shit. What's up? The hose has a leak in it. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Ah, wir haben noch den Kleber. Sehr gut. Da muss ich gerade an Gran Torino denken, wo er sagt, man kann
alles im Haushalt mit Isolierband reparieren. Markus lebt nach dieser Weisheit. So schlimm ist das, ist so schlimm. Just about got it. Oh. Whoa, thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. Ja, dann mach doch. Sollen wir es machen? Ja. I can't reach it now. Wie? Wieso kann er das jetzt nicht reachen? Here. The weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are! God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Ja, das habe ich mir nicht genau, das habe ich mir gedacht. Fuck it! Das ist eine Herde anlocken. Ach du Scheiße! Ja, und jetzt liegt es da auf den Schienen, oder was? Can he go? Ist es jetzt aus dem Weg? Nee, oder? Scheinbar doch. Ach so, daneben, okay. What the hell do we do now? Springen? What the god, this works. Holy crap! Okay. We gotta jump! What? No way! Das geht schief, das geht schief. Nein, das geht nicht schief. Doch, das geht immer schief. Come on. Was? Come on. Have it your way. I will. You son of a... Oh. Nein! Das gibt's doch nicht! Scheiße. Mann, wir haben den gerade kennengelernt. Wir wollten den doch gerade retten! Was geht? Das hast du doch aber auch so verstanden, oder nicht? Schnapp ihn dir! Run! Schnapp ihn dir! Du stehst daneben! Lauf! Das ist doch scheiße! Oh Gott, ey! Oh Mann! Ich muss doch den retten, den ich erst runterwerfe und das Bein breche. Oh. Ja, ich verstehe die Entscheidung völlig. Are you hurt? No, we're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. Die wünschen sich wahrscheinlich auch, wenn sie bloß alleine geblieben. Oder? Ich weiß nicht. Der Mensch ist ein Herdentier. Ist das so? Ja. Die hat Kenny gemalt. Was hat uns jetzt eigentlich jetzt gebracht, die Karte vorne einzusammeln, als Kenny da weg das, war? Sie einen Plan sich überlegt haben. Ah ja, stimmt, die haben ja drüber gesprochen. Wie süß. No. Next stop, the Atlantic. We'll find Clementine's parents when we get there. I thought they were dead. Looking for them then. That's not the plan. Well, it's ours. She and I talked it through. It's gotten too bad, you know. You, me, nobody can take all this. But we have. What we're supposed to do isn't clear anymore. I'd give anything to go back to fighting over the motel. Too. I'll leave you to your thoughts.
She's out cold like I've never seen. Was kommt jetzt? What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. So did I. Who the fuck was that? If he's convinced Clementine that he has her parents... Y'all might want to rethink your plan. Scheiße. Und du hast ja noch Mut gemacht, dass wir die suchen, ne? Oh, fuck. Ich halt's nicht aus. Oh, Gott sei Dank. Das war echt eine Hardcore-Folge, oder? Was kommt denn nächstes Mal? We're almost at the river. You wanna get on a boat? You wanna wait around till the walkers figure out we're here? I know I promised that we'd find your parents. But Savannah's more dangerous than I thought it would be. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you! Alter, ich glaube, in der nächsten Folge wirst du ganz doll versuchen müssen. Oh, lass mal gucken. 42% der Spieler haben das Mädchen auf der Straße erschossen. Mhm. Also waren wir der Unterzahl. Siehst du, die meisten haben sie tatsächlich mitgenommen. Mhm. Wir waren die einzigen paar der Arschlöcher, ne? Hast du mit Kevin gekämpft, das haben 55 mhm. gemacht. Und 79 haben tatsächlich Dark erschlossen. Das wundert mich jetzt aber nicht. Die machen die meisten wahrscheinlich so. Also irgendwie ist das in den Köpfen wahrscheinlich drin, dass man das so... Omid geholfen, darunter zu springen, oder was? Ja, oder? Aber eigentlich fand ich das jetzt... Ja. Wahrscheinlich bricht er sich das Bein so oder so. War nicht so ganz eindeutig, ne? Wahrscheinlich bricht er sich das so oder so. Ich mach mal den Abspann an und dann können wir über die Folge quatschen, okay? Okay. Also... Also mich hat bei der Folge, also noch mehr als bei den anderen Folgen, ehrlich gesagt genervt, dass diese ganzen Rätsel da drin waren, die es so unnötig gestreckt haben, weil... Ja, also das stimmt. Also bei dieser Bahn zum Beispiel, bei der Lok, das hat mir jetzt nicht irgendwie, das hat mir jetzt nichts gegeben, dass ich da die Schalter gedrückt habe und so. Das hätte man doch einfach weglassen können und dafür noch ein bisschen mehr Spannung rein, oder? Das war echt ein bisschen doof. Das hält halt auch auf. Was ich eigentlich ganz cool fand, das war ja die Idee in dem Motel, wo wir gegen die Leute da gekämpft haben. Das fand ich nur cool, weil ich es hingekriegt habe. Ja, also das kann wahrscheinlich auch echt frustig sein, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber die Idee, dass du sie sozusagen erledigen musst, bevor sie sich sozusagen von der Flanke kriegen, das war ganz cool. Genau, überlegt. Das war so, ja. Aber es ist ein bisschen hakelig mit der Steuerung, wenn ich das immer so angucke, wenn du spielst. Ja. Das ist jetzt irgendwie nicht so dafür ausgelegt, per se. Also, es ist echt schwierig mit den Entscheidungen, finde ich. Es wird immer schwieriger auch, ne? Ja. Weil man jetzt so einen Bezug zu den Figuren gewonnen hat, langsam. Auf jeden Fall. Also, das ist echt mega schwer. In der nächsten Folge wirst du ganz doll darauf aufpassen müssen, dass wir das Richtige sagen zu dieser Clementine. Die ist sowieso schon im Arsch. Wir müssen, ja... Wir sind viel zu nett zu der. In der nächsten Folge müssen wir knallhart sein. Damit die sozusagen in die Zombie-Welt reinkommt. Nein, damit wir da nicht untergehen beim Suchen der blöden Eltern. Ach so. Aber warum sagt er immer, ihre Eltern wären tot? Das wissen wir doch gar nicht. Das naja, denkt er doch nein, nur nein, nein, wegen nein, diesem AB. Ja, wir wissen ja, dass der Vater auf jeden Fall wahrscheinlich tot ist, weil er wurde ja wohl gebissen. Und die Mutter, so wie sie reagiert hat, klang so, als wenn das schon sowieso die... Als wenn da Hölle los wäre. Also deswegen denke ich schon, geht auf. Aber es ist ja auch irgendwie, ich weiß ja nicht, was man dem sonst sagen soll, dem Kind, außer, du hast ja eine Möglichkeit zu sagen, okay, entweder wir suchen die Eltern, oder du sagst, wir holen uns ein Boot, aber selbst das finde ich ist irgendwie so, ja, und wo willst du dann hin, ne? Ja, scheinbar ist das aber ja deren Plan, ins Wasser zu gehen und dort zu bleiben oder so.
keine Ahnung. Und was gibt es sonst noch für eine Möglichkeit? Die einzige andere Möglichkeit, die wir in dem Gespräch mit den Obdachlosen, mit Chuck hatten, das war ja noch, ja, wir schauen einfach mal, was kommt. Oder so. Was du, glaube ich, auch versehentlich angeklickt hattest oder so. Mhm. Und das ist irgendwie alles nicht so geil. Ja. Ja. Insofern, wie es weitergeht, seht ihr dann wahrscheinlich sogar schon übermorgen bei uns im Kanal, wenn alles gut geht, bei der nächsten Folge The Walking Dead. Wenn es euch gefallen hat, freut uns das sehr, wenn ihr irgendwie einen grünen Daumen gebt und einen Kommentar schreibt, wie ihr das gefunden habt. Vielleicht habt ihr es ja auch schon selbst gespielt und an anderen Stellen anders entschieden. Das könnt ihr auch gerne reinschreiben. Das würde mich auch interessieren, ne? Total, ne? Also was jetzt wäre, wenn wir zum Beispiel... Zumal, wenn ich mir auch die Statistiken am Ende angucke, wir sind ja jetzt echt nicht... In der Regel sind wir eher so in der Unterzahl, ne? Genau. Also, wenn ihr euch anders entschieden habt, da könnt ihr auch gerne schreiben, warum. Vielleicht seht ihr die Sachen ja ganz anders als wir. Ja, ob Lilly jetzt noch dabei wäre, würde mich voll interessieren. Das wäre total spannend, ob die jetzt noch irgendwie da wäre oder ob die da einfach so nebenbei irgendwo gebissen worden wäre. So. Ja. Oder ob jemand anderes die vom Zug geschmissen hätte einfach oder so. Oder sowas, ja. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und ansonsten seid das nächste Mal dabei bei The Walking Dead Episode 4 hinter jeder Ecke bei Kein Plan Gaming. Bis dann. Ciao.